Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil hinter dem SL-Schirm, beziehungsweise jetzt müsste ich eigentlich sagen, hinter dem Hörbuch-Produktionsschirmbild, wie auch immer man das nennt. Ich will euch heute zeigen, wie ich ein Hörbuch aufnehme mit Audacity. Das ist ein Freeware-Tool, was man im Internet bekommen kann. Es gibt auch eine bezahlte Version, die hat ein paar mehr Features, aber für das, was ich hier im semi-professionellen Bereich beziehungsweise per Definition im nicht-professionellen, also Amateurbereich mache, weil professionell besagt, man kriegt Geld dafür. Ich kriege kein Geld dafür, also bin ich nicht professionell. Mache. Und zwar fangen wir mal damit an, nur ganz kurz mehr auf das Thema Hörbuch eingehen, bevor wir auf das Thema Audacity eingehen. Wenn man ein Hörbuch aufnimmt, was man alleine einspricht, ein, zwei Sprecher hat, kann man sich eine Liste machen, wo man sagt, das habe ich eingesprochen, das habe ich hochgeladen und fertig. Ein, zwei Kästchen und dann ist das gut. Allerdings hat unser Hörbuch Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit 332 Kapitel, von denen manche Kapitel so übergroß lang sind, dass sie 3-4 Stunden Aufnahme beinhalten würden. Also haben wir die in Kapitelteile runtergebrochen, sodass jede Aufnahme ungefähr eine halbe Stunde lang ist, mal mehr, mal weniger. Aber wir haben auch 31 Sprechrollen, die von mehreren verschiedenen Sprechern gemacht werden. Deswegen habe ich mir eine, Achtung, nicht erschrecken, Excel-Liste dazu gebaut, die einfach ganz simpel aufgebaut ist. Wenn wir mal hier in eine der gesprochenen Zeilen reingehen, das, was wir am 26.11., wie ihr hier, wo mein Mauscursor ist, sehen könnt, eingesprochen oder hochgeladen haben, Kapitel 29, da hat in jeder Kästchen, das ausgefüllt ist, in dieser Zeile jemand gesprochen. Also in diesem Fall hat die Serie als Hermine gesprochen, der Hodney als Ron und der Joe als Severus. Das ist schön, um jetzt nachzuverfolgen, wer hat wo wann was gesprochen. Aber dafür ist die Liste nicht da. Die Liste ist eigentlich dafür da. Ich scroll jetzt weiter nach unten und ihr seht, auf einmal erscheinen andere Symbole, um planen zu können, wer kommt wovor, welche Sachen habe ich schon und wo muss ich nochmal nachhaken. Also konkret, bis 47 sind wir jetzt fertig. Jetzt am 31.05. wird Kapitel 46 live gehen. Habe ich auch für mich hier hinten einen Marker dran. Wird gerade produziert, könnt ihr hier lesen. Das heißt, was jetzt in Produktion gehen muss, ist Kapitel 47, was eine Woche später am 7.06. online kommen soll. Sprechrollen sind Reg als Albus, Draco, Frosty als Draco, Frohanna als Ginny, Serie als Hermine, Umbreon als Professor Puddle, Joe als Severus und der Meere als Susan. Wieso haben die jetzt unterschiedliche Farben und Symbole? Da habe ich mir eine Legende, auch für die Leute, die das einsprechen, an der Seite erstellt. Ein graues X heißt, Charakter kommt in dem Kapitel vor, ist noch zu sprechen. Ein gelbes A bedeutet unvollständige Aufnahme von dem Kapitel. Also ich habe was bekommen, habe das nachkontrolliert und habe gemerkt, da fehlt mir jetzt irgendwas. Und ein grünes Omega, vollständige Aufnahme für das Kapitel. Ich habe dann für mich nochmal einen kleinen Zusatz gemacht. Also alle Sachen, die ich geliefert bekomme, setze ich hier mit so einer Auswahlliste gemacht. Das Omega. Und wenn ich es dann gehört und nachgelesen habe, was in dem Kapitel drin steht, was der Sprecher eingesprochen hat, dann mache ich mir nochmal ein Vermerk geprüft mit Datum, einfach, dass ich auf einen Blick sehen kann, okay, hier gibt es eine rote Ecke, da gibt es ein Vermerk, habe ich geprüft, die anderen muss ich noch prüfen, also ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir, wie ihr seht. Ist ein ziemlich großer Aufwand, aber, wie gesagt, 31 Sprechrollen, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Sprecher es genau sind, um die 20 wahrscheinlich. Und das über einen langen, langen, langen Zeitraum. Man sieht, die Liste ist ziemlich lang. Es ist auch noch nicht gar alles von mir markiert, wo wer spricht. Markiert ist jetzt bis Ende oder bis September 23 geplante Sachen. Und das ganze Ding geht ja bis 2028. Wenn man so große Projekte vorhat, muss man wirklich ein bisschen Gehirnschmalz in die Planung reinstecken. Ansonsten verhaspelt man sich ganz schnell. Man merkt,
habe ich geliefert, ich will jetzt gerade einsprechen, will gerade schneiden, will morgen hochladen und auf einmal fehlt was, auf einmal ist irgendwas unvollständig. Also ist hier 2-3 Mal prüfen einfach die Mutter der Porzellankiste, wie man in der Softwareentwicklung lernt. Gute Planung und guter Test spart sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit. Aber gut, ich wollte gar nicht so lange über die Liste reden. Ich gehe jetzt gerade nochmal hoch, wo ich gerade bin. Ich wollte mit euch heute Audacity ein bisschen besprechen. Es ist ein Tool, man braucht ein Mikro, man kann das aufnehmen und man sieht hier quasi am Ausschlag, wie sich eine eingesprochene Szene verhält, aussieht. Da, wo der Ausschlag höher ist, ist es lauter, da, wo der Ausschlag nicht so hoch ist, ist es nicht so laut. Ich zeige euch jetzt mal gerade eine Spur, die ich schon verändert habe, die jetzt quasi sich so anhört, wie sie im gesprochenen Buch sich später anhören wird. Reinblütigen Herkunft. Das Leben verlieren sollte. Gut, so hört sich meine Stimme an, wenn sie hinterher bearbeitet wurde. Aber wie bearbeitet man mit Audacity? Ich meine, etwas aufnehmen, etwas schneiden ist relativ trivial. Aber wie verändert man in Audacity Tonspuren? Dazu nehmen wir jetzt mal eine Tonspur, die ich jetzt gerade einfügen will, zwar von Hermine. Einfach markieren, mit Steuerung C kopieren. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne mit Tastatur arbeitet. Natürlich könnte man da wahrscheinlich auch einen Rechtsklick kopieren, kann man nicht. Kann man nur oben über das Menü. So, jetzt sieht man hier schon, ich habe bei mir da, wo nicht gesprochen wird, ich kann mal ein bisschen reinzoomen. Mit Steuerung und Mausgrad kann man reinzoomen und genauer beobachten. Ist die Linie quasi leer, hier ist Stille und hier ist noch ein statisches oder ein dynamisches, je nachdem, wie man es nennen will, Rauschen drin. Kommt schon. Jetzt aus. Ich spiele es jetzt mal ab mit Rauschen. Aber das ist doch genauso verrückt wie der Rassismus Muggeln gegen... Hier, das sehe ich jetzt mit Erfahrung, weil ich halt schon viele, viele Hörbücher jetzt gemacht habe, viele Kapitel. Das ist ein Atmer, den will ich später auch nicht drin haben. Aber machen wir eins nach dem anderen. Was man theoretisch machen kann bei Audacity ist ganz simpel. Man kann einen Stille-Effekt einbauen. Jetzt schalte ich... Bringt mir auch nichts. Ihr müsst es ja auch hören. Wie mache ich das? Dass ich höre und ihr hört... Egal, mache ich mir später Gedanken drüber. Was man machen kann, ist erzeugen Stille. Dann wird einfach die Tonspur auf Mute gesetzt, bis man hört gar nichts. Der Knackpunkt ist, wenn man einfach etwas stillschaltet, fühlt sich das relativ unnormal an, beziehungsweise, ich fahre nochmal weiter rein, Stille heißt, die Tonlinie, der Ausschlag liegt genau auf der Nulllinie, also die Amplitude ist Null. Das ist technisch gesehen Stille. Wenn man jetzt genau hier Stille einfügen würde, da wo die Amplitude aber jetzt bei 0,1, 0,2 ist, so Pi mal Daumen, dann würde es ein knackendes Geräusch geben, weil der Ton in der Mitte abreißt, ohne dass der Ton zur Nullamplitude zurückfährt. Wir wollen natürlich auch kein Knacken haben. Um das zu beheben, gibt es Effekte. Jetzt muss ich aber selbst mal nachgucken, wie der Effekt nochmal heißt. Es geht nichts über eine gute Vorbereitung. Könnte man über den Ausblende-Effekt machen, dann wird es langsam leiser. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja quasi direkt leise haben. Also wir wollen das Rauschen überhaupt nicht hören. Ich muss kurz in meine Einstellungen reingucken. Da steht drin, wie das heißt, weil ich habe mir Hotkeys vorbelegt, das erkläre ich euch gleich, wann, wo, warum und so weiter man Hotkeys verwenden kann, also Tastaturkürzel. Fade in und Fade out gehört zu den Makros, okay. Kommando zurück. Also, es gibt Makros, Makro anwenden. Ausblenden, Fade in, Fade out. Und ihr seht schon, Shift X, das ist die Definition, die ich benutzt habe. Um euch mal zu erklären, was dieses Makro-Ausblenden denn jetzt wirklich bedeutet. Werkzeugleiste. Wo ist die Werkzeugleiste? Da ist die Werkzeugleiste und es gibt eine Werkzeuge-Werkzeugleiste. Die nutze ich nicht.
Aber um euch zu veranschaulichen, was das ist, da gibt es ein sogenanntes Multitool. Und mit diesem Multitool könnt ihr Punkte setzen und den Tonbereich zwischen den Punkten zusammenschieben. Das heißt, die Amplitude verschmälert sich sehr stark, es wird leiser. Und wenn wir jetzt hier reinfahren im Zoom, gut, das ist jetzt natürlich schlecht, weil hier fast Stille ist, aber ihr seht, dass diese Stille, dass dieser Sound quasi auf Stille gemacht wird. Und hier sieht man das sehr schön bei diesem Multi-Werkzeug. Es gibt eine Biegung in der Kurve. Das heißt, es wird hier in logarithmischer Geschwindigkeit leiser, ist still und wird in der logarithmischen Geschwindigkeit lauter. Und damit erzeugt ihr genau nicht das, was ich eben erwähnt habe. Alle Punkte wieder wegmachen, dass hier die Amplitude abreißt und ein klackendes Geräusch gibt, sondern sie wird in logarithmischer Geschwindigkeit angebogen. Sehr schnell leise gemacht, aber das klackende Geräusch wird nicht erzeugt. So, jetzt mache ich das Werkzeug wieder weg, weil das nutze ich nicht, das stört mich nur. Werkzeugleiste. Werkzeugleiste weg. Da hat man einfach auch mehr Platz. Zum Beispiel, wenn ihr Audacity startet, sehen die Spuren so aus. Man sieht relativ wenig. Ich ziehe mir die immer sehr groß, dass man die Ausschläge sehr gut sehen kann. Oder wenn ihr einen riesen Monitor habt, braucht ihr das vielleicht nicht. Das ist jetzt das Werkzeug meiner Wahl. Gut. Zweite Möglichkeit wäre, ihr habt eben gesehen, dieses Fade-In, Fade-Out habe ich mir mit Shift-X belegt. Man markiert den Bereich, drückt dann Shift-X. Es wird eine Stille simuliert, aber keine abreißende Stille, sondern eine logarithmisch annähernde Stille. Hier hat es nicht ganz gereicht. Da wird der Bereich, kann nochmal neu. Aber ja, gut. Markiert werden, jetzt, wenn ihr es laufen lasst. Aber das ist doch... Laufen lasst, habt ihr Stille. Aber das ist doch genauso verrückt. An der Stelle. Das Problem ist, das Rauschen, das hier vorher war. Ich gehe jetzt alles nochmal zurück, dass ihr das Rauschen mal hört. Hat man einen Ausschlag von minus 24 Dezibel bei diesem Rauschen. Das ist nicht nur in dem Nicht-Sprechbereich drin, sondern auch in dem Sprechbereich. Das heißt, man hört zwar die Stimme des Sprechenden, aber man hat das Rauschen, Lüftergeräusch, Brummspannung vom Kabel, weiß der Henker was nicht alles. Auch mit dabei. Das will man natürlich auch nicht haben. Die Stimme soll so sauber wie möglich sein. Also nehmen wir uns genauso einen Bereich, wie wir ihn gerade haben. Nehmen jetzt einen anderen Effekt, der einfach ein bisschen mehr Komfort bietet. Und zwar gibt es eine Rauschverminderung. Ihr seht, die habe ich mir auch mit einem Tastenkürzel belegt, mit Alt-R. Wie man Tastenkürzel belegt, erkläre ich euch gleich nochmal. Da wird im ersten Schritt eine Rauschanalyse von Audacity durchgeführt, ein Rauschprofil wird ermittelt und zwar von dem markierten Bereich. Also das, was wir gerade markiert haben, das wird jetzt analysiert. Audacity macht jetzt im Hintergrund Einstellungen, wie es das Rauschen wegmachen kann. Jetzt markiere ich den gesamten Bereich, die Sprache von der Hermine, wo dieses Rauschen drin ist. Gehe wieder auf Effekte. Rauschverminderung. Mach jetzt kein neues Rauschprofil, weil hier steht der Schritt 1, Rauschprofil. Schritt 2. Hier könnte man jetzt noch von Hand dran herumspielen, aber da ich nicht genau weiß, was diese Aussagen besagen oder der Unterschied zwischen Verbinden und Vermindern und Restmenge ist, ich nehme die Voreinstellungen, die sind für meine Verhältnisse auf jeden Fall ausreichend. Gehe dann auf OK und schaut mal im Hintergrund, wie sich die Amplituden der Sprache verändern. Die sind hier eingesunken, komplett. Hier sieht man noch, der erste Rauschteil ist nahezu verschwunden. Hinten dieser größere Ausschlag, der ist noch da. Aber wir haben jetzt zumindest das statische Rauschen komplett aus dem aus der Aufnahme rausgenommen. Was wir natürlich jetzt immer noch haben, sind, das hier müsste ein Atmer sein. Nee, ist irgendein Knacken. Ist kein Atmer. Das könnte ein Atmer sein. Genau, das ist ein Atmer. Die kriegt man mit der Rauschminderung zwar auch raus, aber nicht sauber.
weil man mal tiefer atmet, mal durch die Nase, mal durch den Mund, mal irgendwie ein bisschen verschleimt ist. Noch ein zusätzliches Hintergrundgeräusch, bei mir läuft gerade draußen irgendwo ein Rasenmäher, den man jetzt hoffentlich nicht hört, mit dabei hat. Hier ist dann die saubere Lösung, wirklich das mit dem Fade-in, Fade-out rauszuschneiden, das wir mit Steuerung X belegt haben. Ihr seht, das sieht jetzt so aus, als wenn es abgeschnitten wäre, gerade hier, wo noch ein bisschen Amplitude zu sehen ist, aber wir fahren jetzt mal rein. Und das ist jetzt genau die wichtige Information. Hier kann man es relativ gut sehen. Die Amplitude ist so gering, das wird man auf keinen Fall hören. Aber das Wichtige ist, dass die Amplitude in den negativen Bereich geht und wieder zur Nulllinie zurückkehrt. Genau hier. Jetzt zoomen wir mal raus. Das ist ganz genau da, wo die Sprache endet, wo wir eben das Fade-in, Fade-out gemacht haben. Das heißt, die Amplitude kehrt zur Nulllinie zurück. Sie reißt nicht ab, es gibt kein Knacken. Es ist, für mich ist das fürchterlich, wenn ich irgendwo ein Stück höre und hört zwischendurch so ein Knack. Warum? Gut. Ich habe euch jetzt erklärt, wie man generell Stille macht, wie man Fade-in, Fade-out macht und wie man Sachen filtert. Das ist im Prinzip schon alles. Was ich für mich immer noch beachte, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Das ist was, was ich mir angewöhnt habe. Wir gucken jetzt nochmal gerade in Sprache rein, die ich aufgenommen habe. Das ist eine Schülerin. So, ich glaube, jetzt habe ich gesprochen und man hat die Aufnahme gehört. Also, der Ausschlag der Sprache soll für meine Aufnahmen immer bei minus 12 dB sein. Manchmal 6, wenn lauter gesprochen wird, wenn gerufen wird. Manchmal minus 18, wenn leiser gesprochen wird, wenn geflüstert wird. Aber generell bei minus 12 ist für mich, für meine Ohren, eine angenehme Lautstärke. Das heißt, ich höre mir jetzt die Aufnahmen an und normiere die in der Lautstärke. Es gibt zwar auch ein Normierungstool, damit habe ich mich jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Was am schnellsten geht, ist, wenn ihr merkt, die ist viel zu leise. Genauso verrückt wie der Rassismus Muggeln gegenüber. Okay, das hat jetzt super geklappt. Ich mache jetzt gerade noch mal eine Aufnahme von mir, damit ihr das Original seht. Das ist jetzt eine Testaufnahme, einfach mal zu zeigen, wie eine Aufnahme zu leise sein kann. Und hier haben wir wunderschön alles drin. Hier haben wir statisches Rauschen drin. Am Anfang noch ein Atmer von mir und ihr seht, die Amplitude ist viel, viel geringer. Das heißt, das Ding ist zu leise. Ich lasse jetzt mal ablaufen. Das ist jetzt eine Testaufnahme, einfach mal zu zeigen, wie es bei minus 24 bis minus 18. Markieren wir das ganze Ding, gehen auf Effekt und nennen das Verstärken. Hier könnt ihr sagen, ich möchte um so viel dB verstärken. Ich möchte um so viel dB leiser machen, wenn ihr irgendwelche Spitzen drin habt, Klackgeräusche, Explosive, also ein Pfff oder so, könnt ihr das runterregeln, damit es da das Mikrofon nicht übersteuert. Ja, der Wert, der hier drin steht, die 11,604, das ist der Maximalwert, den ihr verstärken könnt. Wenn wir so viel verstärken, schlägt einer dieser Amplituden oben gegen und das würde bedeuten, wir würden hier auf 0 dB hochkommen, die Anzeige würde rot werden und es würde übersteuern. Das wollen wir nicht, wir wissen, wir waren eben zwischen minus 24 und minus 18, ich möchte zwischen minus 18 und minus 12. Das heißt, ich muss einfach 6 dB dazugeben, das heißt Verstärkung um 6 dB. Die Amplituden gehen weiter nach außen. Das Rauschen ist jetzt deutlicher geworden, natürlich ganz klar. Das ist jetzt eine Testaufnahme, einfach mal zu zeigen, wie eine Aufnahme zu leise sein kann. Und man sieht, die schwimmt schön um minus 12 dB rum. Hier haben wir natürlich, wie gesagt, jetzt das Rauschen. Sogar ein Atmer mit dabei. Hier ist nur statisches Rauschen. Ja, hier ist nochmal ein sauberes statisches Rauschen. Genau. Machen wir genauso wie eben. Ich nehme jetzt meine Tastenkürzel, die ich mir vorher definiert habe. Rauschprofil ermitteln, alles markieren und Rauschprofil anwenden. Ihr seht, das Rauschen ist verschwunden. Hier ist noch was drin. Der Atmer ist noch drin. Den Atmer schneide ich mit dem Fade-in, Fade-out raus. Wie gesagt, ich habe mir alles mit Tastenkürzeln belegt, einfach damit die Arbeit schneller vorangeht. Für eine halbe Stunde Hörbuch lese ich für mich meinen Text ungefähr 4 Stunden ein, plus die Schneidearbeiten von den Sprechern. Das heißt, ungefähr 6 Stunden gehen eine halbe Stunde Hörbuch an Arbeit rein. Und je mehr Tastenkürzel man nutzt, je mehr man in Anführungszeichen automatisiert, je weniger mit der Maus in Menüs rumgeklickt werden muss, desto schneller geht die Arbeit von der Hand. Deswegen gehen wir jetzt nochmal auf Bearbeiten Einstellungen.
die dann auch auf mich aufgehen. Jo, hier kann man Tastaturkürzel vergeben über alles, was ihr braucht. Neue Datei öffnen, Steuerung N wird manchmal gebraucht. Was ich belegt habe, ist Exportieren von MP3 und WAV mit Alt-M, Alt-W. WAV nehme ich später fürs Video, MP3, wenn man es mal als Podcast hochladen will. Die Standard-Tastenkürzel sind natürlich dabei, die man aus Windows kennt. Steuerung X für Ausschneiden, Steuerung C für Kopieren, Steuerung V für Einfügen. Ich hoffe, mit denen arbeitet ihr, die macht euch das Leben einfach einfacher. Aber was ich mir selbst definiert habe, sind halt noch viele, viele andere definiert, die ich nicht nutze, aber ja, also sind vordefiniert vom Programm. R nutze ich zur Aufnahme starten, genau. Das ist auch vordefiniert vom Standard. Shift N habe ich mir definiert, um eine neue Stereospur anzulegen. Wenn jemand zu mir kommt und Sprecherrollen einspricht, ich mache das so, dass ich hier einen zusammengehangenen gesprochenen Satz, der jetzt hier, ich glaube, es ist irgendeine Rosa oder so, nagelt mich nicht auf Farben fest, ich bin farbenblind. Das wäre jetzt eine eingesprochene Spur, wenn man jetzt runtergeht, von der Stimme kommen noch andere Spuren, würde ich einfach eine neue Spur in Audacity machen, das seht ihr hier. Jeder zusammenhängende Satz, Absatz ist eine eigene Spur. Kann jetzt nicht reinklicken, weil ich hier Menü offen habe. Ja, das macht mir einfach das Raussuchen und das Einbinden in die Aufnahmen einfacher. Deswegen habe ich mir das da belegt. Aber wo ich eigentlich mit euch hin wollte, ist einmal hier Steuerung R. Selbst überlegen, genau. Steuerung R ist das Anwenden des Rauschfilters. Und Alt-R ist das Aufrufen des Rauschfilters, also was wir eben gemacht haben. Nochmal Shift-V, das Verstärken, das lauter machen, das sind die Dinger, die ich belegt habe. Nochmal den Unterschied, ich drücke jetzt Alt-R, das wird dieses Dialog aufgerufen, wo man das Profil ermittelt. Man könnte dann später, wenn man das Profil ermittelt hat, das gleiche wieder drücken und einfach unten auf OK, aber den Schritt wollte ich mir sparen, deswegen habe ich mit Steuerung R quasi Schritt 2 auch nochmal vorbelegt. Ja, das war das, was ich mit Audacity mache. Ihr seht, wie ich mein Audacity angeordnet habe. Die Menüteile oder Teil der Menüteile sind eigentlich hier unten. Es gibt noch mehrere Werkzeugleisten, die habe ich alle ausgeblendet, einfach um meinen Platz für die Spur hier zu maximieren, damit ich halt die Amplituden so gut wie möglich sehe. Was ich sonst auch noch mache, genau was ich gerade machen kann, das ist jetzt der Teil Mine. Einfach, wenn ihr lange Teile habt mit ganz vielen verschiedenen Sprecherrollen, ihr habt ja in der Datei eben gesehen, dass da x Sprecher in einem Kapitel sprechen können, dass man sich nachher, wenn alles geschnitten ist, man will nochmal was suchen, sich besser zurechtfindet, habe ich mir in Tools das Tastenkürzel Steuerung B, dann kann man hier so einen Text unten drunter machen. Schreibe ich Hermine rein, dass ich einfach optisch nachher sehe, ohne reinhören zu müssen. Das ist ein Text von Hermine, wenn ich nochmal irgendwas suche, irgendwas ändern will. Sich die Sprecher irgendwann ändern sollten. Whatever. Es ist immer gut, sowas zu wissen. Gut, jetzt habe ich euch lang genug vollgetextet. Schreibt mir mal eure Meinung, eure Erfahrung. Habt ihr schon mal Hörbuch, irgendeine Sprechdatei aufgenommen? Macht ihr Podcasts? Welche Programme nutzt ihr? Welche Erfahrung habt ihr mit Audacity? Habt ihr Fragen an mich? Wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch entweder zum Thema Hörbuch angehen oder Sachen mit Audacity schreiben ein bisschen unterstützen. Und ja, wie gesagt, wenn weitere Fragen zusammenkommen, und mache ich gerne nochmal ein Video dazu, falls nochmal was zu erklären ist. Aber wie zu jedem Thema gibt es auch zu Audacity in YouTube unglaublich viele Videos. Man muss sich da einfach nur ein bisschen hinsetzen und suchen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen bzw. nachschauen. Wenn es dir gefällt, lass uns einen Daumen nach oben da, und wir sehen uns irgendwann bestimmt wieder. Ciao, ciao.